Hi, ich bin Marvin und ich zeige dir heute, wie du ein Druckprogramm debuggen kannst. Oft ist es so, dass ein Breakpoint im Druckprogramm nicht ausreicht, um in den Debugger zu springen, sondern man muss die Nachricht in dem jeweiligen Beleg wiederholen und den Versandsendezeitpunkt so einzustellen, dass die Nachricht nicht beim Speichern versendet wird. Hierzu gehen wir in den Änderungsmodus und tragen eine Rechnungsnummer ein, da wir das am Beispiel einer Rechnung machen wollen. Gehen hierzu in die Nachrichten. Wiederholen eine entsprechende Nachricht und springen in die Zusatzdaten ab. Hier ist jetzt der Versandsendezeitpunkt auf zum Beispiel periodisch per Job festzulegen und nicht die Nachricht zu versenden, wenn man den Beleg speichert. Nach dieser Einstellung speichern wir den Beleg und springen in unserem Druckprogramm ab. In dem Fall ist es ein SAP Standard Druckprogramm. Die Zuordnung Druckprogramm zum Formular kann man in der Naze sehen. So oft hat so ein Druckprogramm, besonders ein Standard-SAP-Druckprogramm, ein Form-Entry, wo wir auch unser Breakpoint setzen. Und gehen jetzt nun in das Programm, damit wir die Nachricht explizit versenden können. Das ist die RSNAST00. Als Nachrichtenapplikation haben wir jetzt eine Vielzahl an Auswahl. In unserem Beispiel ist es eine Rechnung, ist es V3. Bei Bestellung wäre es zum Beispiel dann EF. Wir nehmen hier aber jetzt Billing. Bei Object Key könnte man jetzt noch direkt die Rechnungsnummer eintragen, um nur diese Nachricht anzutriggern. Das lasse ich aber in dem Fall mal leer und trage die entsprechende Nachrichtart noch ein und führe das Ganze aus. Ja, wie wir sehen, kommen wir jetzt in das Druckprogramm rein und könnten jetzt losdebuggen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und du kannst deine Aufgabe jetzt lösen. Schau gerne nochmal bei meinen anderen Videos rein. Vielleicht helfen dir diese genauso. Ja, bis dann.